sollten ein wenig dazulernen. Die Schneekristalle werden in einer Kühlbox gezüchtet. Bald war klar, dass sie unter anderem auf feinste Temperaturunterschiede reagieren, auch auf Schmutzpartikel in der Luft, und aufgrund dessen ihre Gestalt ändern. Von Gedächtnis und kosmischen Einflüssen will Ken Liebrecht nichts bemerkt haben. Die alte Frage, ob es einen Schneekristall gibt, der dem anderen gleicht, löst sich so auf profane Art. Es ist wahr, dass es keine zwei Schneekristalle gibt, die einander gleichen. Zumindest nicht bei jenen komplexen Gebilden, die vom Himmel fallen. Man könnte sie mit Menschen vergleichen, weil sie eben so viele einzigartige Merkmale besitzen. Ihre Gestalt hängt von ihrem Weg ab, den sie nehmen. Es gibt keine zwei Kristalle, die denselben Weg nehmen. Und deshalb gleichen sie einander niemals wie die Menschen. So einfach können die Dinge sein. Wo aber liegt die Lösung des großen Rätsels? Wird sich die Aufregung um das Erinnerungsvermögen des Wassers über kurz oder lang als Täuschung erweisen? Oder müssen die Gesetze der Physik neu geschrieben werden? Gegner und Befürworter der gewagten Thesen behaupten jedenfalls gleichermaßen, über eindeutige Erkenntnisse zu verfügen und die wahre Wissenschaft auf ihrer Seite zu haben. Man könnte den couragierten Entdeckern und Erfindern in aller Welt, die nicht davor zurückschrecken, die Naturgesetze in Frage zu stellen, grenzenlose Naivität vorwerfen. Würde nicht das Wasser selbst durch seine schillernde Vielfalt Physikern wie Ketzern einen gemeinsamen Weg vorgeben. Das Ziel: niemals aufgeben. Ich bin ganz sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Als ich mit Juri Anatoljewitsch zusammenzuarbeiten begann, spürte ich, dass es richtig ist. Ich möchte anfügen, dass zu uns viele Leute kommen, die neue Technologien ausgearbeitet haben, die sich mit physikalischen Wirkungen des Wassers beschäftigen. Sie kommen zu uns, weil sie von der traditionellen Wissenschaft oft aus Angst abgewiesen wurden. Angst ist jedoch etwas, das die Entwicklung der Wissenschaft hemmt. Wir untersuchen diese Behauptungen und Phänomene auf Basis strenger wissenschaftlicher Regeln. Finden wir gesetzmäßig, die sich eindeutig nachweisen lassen, dann scheuen wir uns nicht davor, darüber zu sprechen und die Öffentlichkeit zu informieren. Manchmal macht sich Ausdauer bezahlt. Wenn einem der wissenschaftliche Instinkt sagt, dass etwas Wichtiges übersehen wurde, wäre es falsch, dem nicht nachzugehen. Gegen die allgemeine Überzeugung anzukämpfen, ist eine aufregende Sache, die zu dramatischen Entdeckungen führen kann. Bei der Wissenschaft heißt es H2O und Schluss aus, nicht? Ja, das ist einfach, nicht? Aber da ist das alles viel schwieriger. Und ja, ich bin schon der Meinung, dass sie sich da mehr ums Wasser kümmern sollten.